So. Vielleicht stehen wir auf, okay? Okay, let's go. Wow, jetzt bin ich gespannt. Weißt du, aber du musst da noch halten. Jo Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute machen wir eine richtig geile Dauerwelle. Ich habe ein richtig cooles Modell für euch vorbereitet heute. Sie hat extrem lange Haare, die machen wir natürlich ein bisschen kürzer. Da circa werden wir sie abschneiden und wir machen heute eine Dauerwelle mit einem relativ großen Wickler. Den werde ich euch auch noch kurz zeigen. Dieser Wickler, Leute, das ist ein Durchmesser von 13 mm. Riesig, ja. Den Wickler werden wir nehmen mit der Johanna und wir machen eine Spiralwicklung und werden ihr das Ganze vom Scheitel weg schön nach hinten wickeln, dass du eine schöne Welle hast für den Sommer. Ich hoffe, dass dir keine Ader jetzt geplatzt ist durch den Kopfstand. Nein, ist alles gut. Es geht schon los. Bevor wir die Haare eindrehen, werden wir noch ein gutes Stück wegschneiden. Ich werde der Johanna im Abschluss gute 15 cm wegschneiden. Und dann schneiden wir noch eine leichte Stufung im Abschluss, so in den letzten 10 cm, damit die Haare im Abschluss nicht so dreieckig fallen, wenn sie dann dauergewellt sind, sondern das Ganze leicht abgerundet ist. Dann machen wir vorne an der Kontur noch eine ziemlich coole Stufung. Wir haben gesagt, wir machen so längere, lockige Curtain Bangs. Das werden wir allerdings erst machen, wenn die Haare schon gelockt sind. Und ja, jetzt schneide ich mal die Grundlänge hinten. Konvex, vielleicht abgerundet, vorne minimal kürzer als hinten und eine schöne Stufung im Abschluss. Ich habe mir heute wieder Verstärkung dazu geholt fürs Wickeln. Meine Mutter ist wieder am Start. Wir fangen gemeinsam an. Ich werde vorne wickeln, die Mama wickelt hinten. Die Haare sind gewickelt und präpariert. Das Ganze lassen wir jetzt 20 Minuten einwirken. Danach spülen wir das Präparat runter und fixieren die Dauerwelle. Johanna, ich muss sagen, ich bin so gespannt auf deine Löckchen. Ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten. Mir geht's ähnlich. Sehr gut. Großartig. Große Vorfreude. Und wie ihr wisst, Vorfreude ist die schönste Freude.
Okay, jetzt kannst du deine Augen aufmachen. Schaut urgut aus. So wunderschön. Das ist wirklich geil. Das ist mega. Das ist pure nice. Ganz anders, oder? Urheftig. Und es steht dir urgut. Das ist genau das, was gefehlt hat, Lena. Ich hab's dir gesagt. Heftig, oder? Vor allem, es wird noch geiler, wenn wir die vorne jetzt ein bisschen kürzer schneiden. Die da vorne. Es ist so schön. Tada! Das ist das Ergebnis. Ich finde, es sieht wunderschön aus. Johanna hat so tolle Haare. Vor allem ihre Haare waren nicht nur sehr lang, sondern auch extrem dicht. Wir waren aber trotzdem mit dem Wickeln, glaube ich, so in unter einer Stunde fertig, oder? Ich liebe das Ergebnis. Es sieht nämlich mega natürlich aus, als ob das ihre Naturwelle wäre. Das ist das geile 13mm Wickler. Leute, es wird mega geil. Es ist viel mehr eine Welle. Es sind gar nicht vielleicht da ein paar Locken im Abschluss, aber da schaut es doch sehr gewellt aus. Die Intensität ist ganz unterschiedlich. Es ist wirklich eine mega schöne Dauerwelle. Ich habe jetzt noch ein paar coole Sachen für dich für zu Hause. Weiter, das beste Sea Salt Spray der Welt. Allerbeste Sea Salt Spray. 40 bis 50 Sprühstöße und dann gut kneten die Haare. Nicht durchfrangeln, nur schön durchkneten. Und dann habe ich dir noch Essence de Protein von Biosthetic aus der Beauté-Serie ist ein mega geiler Leave-In-Conditioner, den du in Kombination mit dem Wellenreiter verwenden kannst. Fülle und Fülle, Shampoo und Conditioner hast du ja schon. Leute, ihr kennt euch aus für die Pflege eurer Dauerwelle zu Hause. Hülle und Fülle, Shampoo und Conditioner mit Weizenprotein als Hauptinhaltsstoff. Mega geil, damit ihr eure Haare regelmäßig restrukturiert. Das ist für dich, Jojo. Okay. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, ganz wichtig, Kanal abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.